Hallo meine lieben YouTuber, ja und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Divis Movie Channel. Ja, meine Lieben, ich bin heute zurück mit einem neuen Video und ich freue mich so sehr, denn ich habe seit langem ein neues Messerschätzchen, was ich euch noch nicht gezeigt habe. Aber heute ist der Tag der Tage. Ich kann damit auch nicht warten. Deswegen seid gespannt auf ein neues Ganzo Knife. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich habe ein neues Ganzo Knife. Und dieses Messer, was ich euch heute zeige, habe ich nur, weil ich mein erstes Adimanti Knife von Ganzo Knife zugeschickt bekommen habe damals. Und ja, da war es um mich geschehen. Also dieses Messer, ich werde euch das Video auch nochmal zum Ende hin verlinken, ist einfach ein Traum. Das kann man nicht anders sagen. Also dieses Adimanti Skeeman Black, das war so, wow, einfach wow. Da gibt es auch nichts anderes hinzuzufügen und diejenigen, die das Messer auch schon kennen, die werden mir sicherlich zustimmen. Und dieses Knife musste ich unbedingt in einer anderen Variante haben und habe mir das dann natürlich bestellt. Habe das auch schon seit, bestimmt schon seit ein paar Monaten und das lag immer da und da habe ich gedacht, jetzt ist es soweit, weil ihr habt ja jetzt auch vor kurzem wieder ein Ganzo Knife Video von mir gesehen und daher habe ich das jetzt mal mitgenommen und gedacht, ich zeig's euch, weil ich habe ein paar Messerschätzchen, die habe ich euch noch gar nicht vorgestellt, ich bestelle die dann, legt die hin, benutzt die einfach so im Alltag und ja, dann geht das manchmal unter bei so vielen Messerschätzchen. Ihr kennt es ja vielleicht auch und ja, heute ist auf jeden Fall der Tag der Tage. Heute zeige ich euch das Ganzo Adimanti Skeeman Design natürlich auch hier wieder, das Shadow. Ja, und das hat eine ganz spezielle Eigenschaft, werdet ihr auch gleich sehen, wenn ihr es seht und das ist so schön. Also seid gespannt auf diese Shadow-Version und ich hole es jetzt mal hier hin. Tada! Das ist es, meine Lieben! Ja, den Karton habe ich jetzt nicht mit. Ich habe das einfach in diesem Täschchen hier, weil das ist auch mit dabei. Wie cool ist das denn bitte? Ja, also dieses geschlossene Behältnis ist dabei. Dann ein Karton, einmal dieser Garantie-Bedienungsanleitungshinweis und so und dann natürlich auch ein Pflegetuch, was ich sehr schön finde, also dass die Messer hier nicht nackig zu euch kommen und jetzt nehme ich das mal raus und ich denke, ihr werdet begeistert sein. Also jetzt ist the moment. Tada! Das ist es, meine Lieben. Und was seht ihr? Schwarz, schwarz, schwarz. Und ich werde es jetzt einfach öffnen. Genießt es. Ja, genießt es einfach. Und ich sag euch, ne, das hier ist einfach Bam. Das ist es. Das ist the knife. Einfach. Also, wer das Adimanti geliebt hat in Schwarz, Lila, Blue, da gibt es ja so viele Farben oder Titan auch, ne? Real Titan, oh, ne? Aber das Shadow hier, jetzt wisst ihr auch, woher der Name kommt. Es ist einfach schwarz, es ist böse, es ist ein Tick taktisch, sexy, es ist, oh, einfach wow. Das ist einfach so. Ja. Ich bin hin und weg. Also ich liebe es. Und ich hoffe natürlich, dass es euch auch so geht. Denn diese Variante nochmal, ne, von dem Adimanti, das ist sowas von mega. Und auch hier wieder, die Klinge ist fast clean. Der Griff hier, oh, das ist so schön. Also diese Seite ist natürlich wieder mein Favorite. Und ja, wir schauen uns das natürlich jetzt im Detail an. Ich verrate euch, aus welchen Materialien das besteht und dann natürlich anschließend noch die Größe und das Gewicht.
Anfangen tun wir jetzt mal mit den Maßen. Und ja, das Messer hat eine Gesamtlänge von 20,5 cm. Wir haben hier eine Klingenlänge von 8,5 und wir haben hier eine Klingenstärke von 3,5 mm. Und das Gewicht beläuft sich auf ca. 120 Gramm. Bei diesem Messer haben wir eine D2-Klinge mit einer DLC-Beschichtung. Mega! Dieser Teil der Griffschale besteht aus G10 und der hintere aus Edelstahl und das komplett in Black. Ja, meine Lieben, und noch diese Besonderheit, neben der DLC-Beschichtung und dem Flipper natürlich, haben wir hier ein Framelock. Und finde ich mega schön. Also das mag ich an diesem Adimanti. Das ist so mega schön. Und dann noch der Name Shadow und schwarz. Und jedes Schräubchen ist schwarz. Und diese Seite schön matt. Also genauso wie die Klinge selbst. Und es ist unauffällig. Ich habe ja auch schon gesagt, ein Tick taktisch, weil hier reflektiert nichts. Also schaut euch das mal bitte an, hier in der Sunshine. Da ist nichts und ich finde es sehr, sehr schön. Also die Klinge hier ist fast vollständig clean. Auch hier einfach nur, genau, steht hier oberhalb Adimanti. Und auf der anderen Seite dann einmal Skeeman vom Designer. Dann natürlich die Modellbezeichnung Shadow. Dann nochmal das DLC für die DLC-Klingenbeschichtung. Und dann natürlich noch das D2 für den Stahl. Und ja, eine schöne Fingermulde. Auch hier, wie bei allen meinen Gunso Knives, tut nichts weh. Das ist so schön gemacht. Und ja, das G10 hier hat eine leichte Struktur, fühlt sich gut an, absolut rutschfest. Hier haben wir ein, was schätze ich hier, 1,5 cm vielleicht, das Jimping. Also hier haben wir ein schönes Jimping auch, fühlt sich gut an. Ja. Doch, das ist so schön. Das ist einfach, ich liebe es so. Und ja, hier haben wir zum Beispiel, was ihr, ich weiß gar nicht, ob ich so viele Messer schon hatte, aber hier haben wir wieder das Besondere, was ich so liebe. Hier, schaut euch das mal bitte an, für den Fall, dass ihr es noch nicht gesehen habt. Wir haben hier einen Gürtelclip, der integriert hier oben einen Glasbrecher dran hat. Ja, das könnt ihr dann natürlich nutzen, wenn es drauf ankommt. Und wir haben hier sonst nichts, keine Schräubchen, nichts irgendwie, was ja so ein Kuddelmuddel am Messer macht. Einfach gar nichts. Das ist clean, das ist eine Linie, das ist edel, das ist schön und böse. Gleichzeitig sexy, habe ich schon gesagt. Das ist einfach so. Es ist wow. Und ich hoffe natürlich, dass ihr meine Meinung teilt. Und dann noch Framelock und dann noch dies hier. Oh, göttlich. Es ist so, so göttlich einfach. Es fühlt sich so schön an. Und ja, ich lieb's total. Wir haben hier übrigens eine Gesamtlänge von 12,5 cm, wenn es zusammengeklappt ist. Und egal, wo ich hier hinfasse, wir haben hier keine Kante. Das ist wunderbar überall verarbeitet. Mega Kugellager. Nein, es ist nicht 42A konform, also nur für at home. Aber für mich ist das vollkommen ausreichend. Ich habe ja sehr, sehr viele Messerschätzchen und die nutze ich dann halt zu Hause. Man spielt damit rum. Andere benutzt man halt gar nicht, weil sie zu schade sind. Aber im Garten oder whatever, wenn ihr bei jemandem seid, ist das ja kein Ding. Dann könnt ihr es natürlich dabei haben. So, und wir machen jetzt hier mit diesem Knife natürlich noch den ultimativen Papierschneidetest, denn ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ja, es ist schon zu lange her. Deswegen hole ich jetzt ein Blatt Papier und dann starten wir damit. Ja, ich freue mich. So, das Blatt Papier habe ich hier und es ist schon wieder ein bisschen windig, aber egal. So, Knife habe ich hier, das böse Adimanti Shadow und... Nein! Wie geil scharf ist das denn bitte? Das gibt's doch nicht. Was?
Das macht aber auch diese mega geile Beschichtung, der Schliff. Was ist das bitte? Was? Seht ihr das? Das ist doch nicht mehr normal. Das ist ganz so. Ja, so scharf kommt dieses Messer zu euch. Und das müssen echt manch andere Hersteller nachmachen. Denn das ist für mich ganz, ganz wichtig, dass das ultrascharf zu euch kommt. Und das tut es. Yay! Ja, meine Lieben, jetzt habe ich gemerkt, ich hatte die Handytasche hier. Ich habe nämlich gerade zwischenzeitlich schon von dem Adimanti Shadow hier Bilder gemacht. Das ist einfach, ja, sieht hier so schön aus für Instagram, ihr wisst es ja. Und da könnt ihr ja auch mal drauf schauen. Da werde ich dann natürlich Bilder zeigen von diesem wunderschönen Messer. Und jetzt sind wir auch durch. Ja, ich wüsste nicht, was ich da großartig noch sagen kann. Qualitativ 1A, Gewicht 120 Gramm, mega. Das fühlt sich schön an, das ist nicht zu schwer. Ja, keine Kante, das Jimping ist toll, der Flipper ist mega, der Glasbrecher integriert hier. Es gibt nichts Besseres und ja, das in Titan, also Full Titan, ist auch noch ein Wunsch von mir. Ich glaube, das kostet so 119, 120 Euro oder so. Ihr könnt mir ja mal schreiben, falls ihr dieses Video seht und schon dieses Titan-Messer in der Sammlung habt, ob ihr sagt, ja, Divi, das musst du unbedingt haben. Ich werde mir das auch noch mal anschauen. Und hier auch die Klinge liegt mittig auf. Klingenspiel gucke ich jetzt auch noch mal. Nischt. Gar nichts, absolut nichts. Das ist 1A. Und hierzu werde ich euch natürlich auch noch den Link unten in die Infobox packen. Könnt ihr einfach drauf schauen. Also ich habe es mir auch gekauft, aber ich habe den Preis gar nicht mehr im Kopf. Ich weiß es nicht mehr, meine Lieben. Ja, aber ihr werdet es gleich wissen. Und wenn ich das Video bearbeite, den Link reinpacke, dann weiß ich es auch wieder. Aber jetzt habe ich es echt nicht im Kopf. Und es ist ein Träumchen. Einfach eine persönliche Empfehlung von mir für euch und ihr wisst auch, wenn irgendwas nicht passen sollte oder ich das nicht mag, dann sage ich es auch und hier stimmt wirklich alles. Ja, das war's heute zu diesem Ganzo Adimanti Skeemen Black, aber hier in der Shadow Variante. Genau, also hier haben wir jetzt nicht nur Black und die Klinge satiniert, so ist das ja bei meinem Scheme, bei dem anderen Design und ja, das ist so, ich weiß auch nicht, einfach eine Perle. Es ist wunderschön. Und diese Scheemen Designs, der Hersteller Ganzo, der, also mega. Ne, also mich hat noch kein Ganzo Knife enttäuscht. Diese Designs von Skeemen finde ich also von mir persönlich immer eine Empfehlung. Und ich bin jetzt einfach gespannt, was ihr zu diesem Messer sagt. Ja, ich packe das jetzt hier wieder in das Täschchen. Genau. Und jetzt ist das wieder zusammen. Dann passiert auch nichts, wenn ich das gleich transportiere in meinem Rucksäckle. Und wir sind durch. Ich hoffe, euch hat es gefallen, dass euch auch dieses Messer gefällt. Und wenn dem nicht so ist, meine Lieben, es ist überhaupt nicht schlimm. Jeder hat einen anderen Geschmack. Aber ich finde es einfach ultra geil. So, und wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne den Daumen nach oben und abonniert auch gerne meinen Kanal. Und wenn ihr das dann getan habt, aktiviert doch direkt dieses Mini-Mini-Glöckchen, dann werden euch direkt die neuen Videos von mir angezeigt und wir sehen uns ganz, ganz bald wieder. Also macht's gut und habt noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Also, ciao!